Hier wird uns ein Forschungsprojekt vorgestellt, bei dem multimodale Transportketten in der Automobilindustrie mithilfe von Sensorik besser kontrolliert und gesteuert werden und dadurch Zulieferprozesse verbessert werden können. Ein solcher Sensor, das ist dann die Idee, wird den entsprechenden Transportkisten, in denen automobile Zulieferteile vom Zulieferer zum Automobilhersteller transportiert werden, um sie dort in die Autos einzubauen. Diese Transportkisten, sogenannte VDA-Kleinladungsträger, werden jeweils mit einem solchen Sensor ausgestattet. Die Sensoren arbeiten dann mit solchen Gateways zusammen. Das sind Datenkommunikationseinheiten. Das sieht so aus, eine solche Datenkommunikationseinheit, ein solches Gateway, kann die Daten von mehreren hundert Sensoren aufnehmen. Dieses Gateway sammelt die gesamten Sensordaten. Es hat eine integrierte GPS-Komponente. Damit kann es dann die Position während des Transports erfassen. Und die gesamten Sensordaten werden dann von dem Gateway gesammelt an ein Cloud-System geliefert, wo diese gesamten Sensordaten dann erstmal als Datenbank vorgehalten werden. Und diese Sensorlösung dient jetzt genau dazu, die Waren auf dem Transport dann zu begleiten, sensorisch zu erfassen und zu überwachen und damit die Transportprozesse transparenter zu machen. Der mobile Multisensor kann durch einen integrierten Beschleunigungssensor Stöße und Bewegungen feststellen, die dabei auftretende Beschleunigung messen und die Messwerte an das Cloud-System übertragen. Der entscheidende Vorteil dieses Sensorsystems ist, dass man Qualitätsprobleme, die aus Transportereignissen herrühren, wie zum Beispiel starke Erschütterungen, in quasi Echtzeit sofort bemerkt und sofort Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Der gesamte Vorgang gewährleistet so mit dieser innovativen Sensortechnik, dass Waren stets sicher kontrolliert und so in optimaler Qualität und Zustand über das ganze Szenario hinaus transportiert werden und gegebenenfalls im Problemfall Abhilfe geschaffen werden kann.